Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Athenern. In der letzten Folge haben wir Apollonia verloren und haben Arelai besiegt, die uns die Stadt genommen haben. Naja, wir hoffen mal, dass alles sich zum Besseren wendet. Aber im Grunde haben wir erstmal Glück gehabt im Unglück und hoffen mal, dass es weiterläuft. Gerade eben habe ich gesehen, dass unsere Militärtradition jetzt hier fertig ist. Wir können mal in Richtung Architektur fördern. Was brauchen wir dafür? Müsste hier sein, glaube ich. Hier. Wasserschleusen, fortgeschrittene Konstruktionstechnik. Genau, architektonische Fortschritte brauche ich, damit ich eine Grabenmine bauen kann, um mehr Geld rauszuholen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier Landrückgewinnung erforschen und noch weitermachen. Okay. Ich erwarte eure Befehle. Das nennt ihr eine Garnison? So, dann rekrutieren wir gleich erstmal neue Pikinierer. Schicken unsere Agenten hier wieder rüber nach Apollonia und wollen erstmal schön Arelai immer weiter unter Druck setzen. Oh. Fällt mir gar nicht, was ich hier mache. So. Wollen wir erstmal hier den zerstören? Ich bin der Held der Götter! Sabotage gescheitert, oh mein Gott. Mein Schwert gehört euch. Fernsturz. Ja! Fallen. Wie kann ich euch mit dem hier aus? Der hat ein... Was ist das für eine Einheit hier? Illyrische Obliden. Was ist denn gegen die illyrische Kavallerie? Ich bin der Held der Götter! Okay, lohnt sich nicht. Machen wir mal der mächtige Achilles. Einen Umsturz und wollen mal... Das hat er schon gemacht, stimmt ja. Jetzt tötet den Sieger mal schnell und nahenlos. Machen wir den hier. Sie wagen es, mich aufzuhalten? Machen wir mal hier drauf, ein Attentat. Ein vielleicht Messer in die Rippen, vielleicht? Ach, gescheit, das wundert mich nicht. Soll mein Scheitern holen. Aber okay, ist nicht so schlimm. Zu euren Diensten. So, ihr braucht jetzt hier 4 Runden, bis ihr verstärkt seid. Okay, bis dahin haben sie schon eine ordentliche Armee aufgebaut, aber können noch nicht wirklich angreifen. Na gut. Wollen wir in der Zwischenzeit mal wieder die Runde beenden? Mir fällt ein. Es ist eine Ehre, zu dienen. Könnte mal Poseidons Erwählte angreifen, vielleicht. Sind dann. Ja, ist dann Epirus endlich gestorben? Wäre schön. Ich hoffe mal, dass Makedonien sich da oben noch gegen die Thylis wehren kann. Wäre unschön, wenn sie Pella verlieren würden. Und Epirus greift drüben mit an, war ja klar. So. Mir fällt gerade ein, ich muss mal schnell meinen Type einstellen, bevor ich das vergesse. So. Okay, unser Agent wurde entdeckt, wie schrecklich. Folgende Siedlung verbleibende Runde 7. Ich erwarte eure Befehle. Ist okay, damit habe ich genug Zeit. Hm. 31. Mein Schwert gehört euch. Wollen wir mal den hier töten? Alle Menschen müssen sterben. Ach, das gibt's doch nicht. Diese Seele ist auf ihrem Weg ins Jenseits. Super, jetzt ist der wenigstens tot. Ich bin der beflügelte Sieg. Ich bin stärker als der mächtige Achilles. Gut, dann wollen wir jetzt mal Epirus vernichten. Ich erwarte eure Befehle. Dafür drücken wir an. Ah, und ich verstehe die Taktik, die sie machen. Die warten jetzt, bis die hier weiter verschlissen sind. Dann schnappen sie sich die dann, okay. Super, Schiff ist tot. Ich bin erweckt. Hoffentlich ist Epirus jetzt auch dem Untergang gewidmet. Wir töten. Wir erwarten einen neuen. Super. Was ist denn hier? Stärke. Mir aus 10 Baukosten für Militärgebäude plus 1 Hingabe. Kommandanten raus. Und wir schicken dich wieder zurück nach Haus. Wir hungern nach einer Schlacht.
Okay. Das Leben hat zwei neue Pikinierer. Es ist ein gutes Leben. Scheiden sich schon ein bisschen in Verteidigung. Da habe ich ja die Infanteristen von da drüben noch, die ich mitnehmen kann. Kommandant! Die Kavallerie ist auch recht teuer. Starten wir erst ein paar Steinschüler. Ne, jetzt können wir noch eine Kavallerie mitnehmen. Währenddessen rekrutieren wir hier drüben mal einen Steinschüler. Es ist ein gutes Leben. Wir hungern nach einer Schlacht. Kann ich da drüben auch schon ein bisschen vorbereiten, die Armeen, und dann sollte ich eine große Wehr. Starke Armee haben, um mich zu wehren. Sollte reichen. Gut, dann wollen wir auch schon wieder die Runde beenden. Und gucken wir, was am nächsten passiert. Bin mal gespannt. Oh, die Armee hat sich vergrößert. Ich hoffe mal, dass meine Spionin bald wieder zurückkommt. Ich glaube, 2-3 Runden braucht die noch, bis sie wieder da ist. Fraktion angetroffen. Wieso ist denn der Handel nicht mehr möglich mit Rodos? Oh, weil Sardes den Krieg gewonnen hat. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Im Namen meines Herrn heiße ich euch willkommen. Eure ehrbaren Worte rühren. Abschließen. Ich nehme an. Kommt, wir haben einen. Salve! Im Namen des Senats werde ich mir. Eure Fürsprache war höchst gekonnt. Im Namen Roms muss ich jedoch euer Angebot ehrlich und respektvoll ab. Schade. Eure Vorschläge sind nicht ohne Wert. Doch kann ich im Namen. So, wir sind jetzt hier fertig, dann können wir jetzt mal bis hierhin forschen. Das sind auch wieder 10 Runden. Das ist so relativ schnell getan. Bereit zum Kampf! Streitkräfte. Blö. Kann ich nicht gucken, wo jetzt mein Agent ist. Schade. Salve! Wie kann ich euch helfen? Rechte Verwüstung an. Ah, stimmt ja hier. Doch für Verzweiflung der Bevölkerung durch kleine angelegte Militäraktionen. Zu bewahren macht lokale Siedlung anfällig für Agentenaktionen. Aber können wir ein bisschen Terror machen. Danach weitermachen. So. Kommandant. Ich brauche noch ein bisschen Kavallerie. Wir brauchen gute Kämpfer. Ich erwarte so, eure Befehle. Mal neue Bogenschützen. Bogenschützen. Steinschleuder machen wir hier. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay, dann haben wir jetzt 13 Stück. Dann haben wir plus 3 sind 16. Schon mal genug, ja. Ja. Sieben mal nicht abgeben, können wir nach der Armee fertig, dann können wir loslegen. Super. Wollen wir nochmal die Runde beenden und hoffen mal, dass wir dann da richtig loslegen können. Und Aridae das Schrecken lehren. Oh. Thylis hat es jetzt doch geschafft. Ich wollte das Makedonien dagegen was antun. Wobei, das soll mich nicht stören. Das ist ein Grund für mich, um Pella einzunehmen. Ohne großartig mit jetzt Makedonien Krieg zu führen. Okay, gut, da sehe ich ja schon mehr. Gefällt mir nicht so sehr. Thylis ist ja auch nicht gerade wohlgesonnen. Ah, super, mein Agent ist wieder da. Wo ist denn mein Spion? Da hinten ist mein Spion. Gut, dann wollen wir jetzt mal hier erstmal zerstören. Nee, Vorräte vergiften. So, dann ist mal los. Terror-Sabotage erfolgreich, super. Das Leben eines Soldaten. Es ist ein gutes Leben. So, dann haben wir gleich wieder eine vergrößerte Armee hier. Oh ja, 20 Truppen, das ist schön. Wir können diesen Befehl nicht ausführen.
Wie kann ich euch dienen? So, was machen wir jetzt? Organisation. Auch Listmann. Machen wir Widerstandskämpfer. Oh ja, das klingt so recht gut hier. Attentat? Ja, nicht so gut, schade. Ich bin stärker als der mächtige Achilles. So, wollen wir mal einen Der Feind sein. Darf nie ruhen. Meine Macht wir weiter ein bisschen Stress. Ich erwarte eure Befehle. Das können wir nicht tun. Nächste Runde geht's schon weiter wieder. Das ist super. Kommandant? Wollen wir die Runde beenden. Ich hoffe mal, dass mir hinten die Tür das nicht so Probleme machen wird. Erstmal, dass Makedonien sich noch drum kümmert. Wäre schade, wenn sie jetzt gleich versuchen, mir auch den Krieg zu erklären. Aber ich hätte jetzt eventuell Zeit, ein paar Einheiten zu rekrutieren, die dann darüber zu schicken in den Wald. Und zumindest erstmal mich zu schützen. Gegen Thylis. Während ich im Westen noch weiter vordringe. Finde ich auch eine ganz schöne Situation. Fortgeschrittene Konstruktionstechnik. Sieht folgender Armee im Gefecht. Ach gut, das ist kein Problem. Geht es hier rüber? Echt ganz knapp nicht, okay. Zu euren Diensten. Ich finde Gefallen an etwas. So, mal wieder hier sabotieren. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich bin der Held der Götter! So, machen wir hier Machtdemonstration. Ich rufe zur Vernichtung auf! Ja, was sind das hier für Truppen? Illyrische Plünderer. Ja, auch die Moral ist wieder gesunken. Super. Das ist allerdings ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Wie kann ich euch dienlich sein? Na egal, wenn sie mit mir hier kämpfen, haben sie einen ganz schönen Nachteil auf dem Feld. Die nicht viel helfen. Ich erwarte eure Befehle. Wir kriegen auch gleich mal hier wieder neue Infanterie. So leichte Obliegen sollten reichen. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Ich werde nur schützen, dann werde ich mich hier drüben hinstellen. Verteidigen. Wir haben echt Probleme mit der Nahrungsbeschaffung. Wie es aussieht. Wollen wir die Runde beenden. Oh, Makedonien ist tot. Das ist schlecht. Sehr schlecht für mich. Das ist im Grunde ein Freiticket für Thylis, ist jetzt da bei mir einzumarschieren. Das finde ich gar nicht gut. Politische Intrige. Politische Intrige hat Attentatsversuch, Konsequenz der Anschlag bislang. Jedoch wurde das Ziel beim verwundet. Okay. Ah, wir haben schon 42%. Wir machen Fortschritte. Das ist schon viel Gravitas hier. Oh, das ist verwundet. Aber die Ernte ist ausgeblieben und die Bauern fürchten, dass ich sag, im nächsten Jahr nichts unternommen wird. Gehen wir einfach mal zu den Göttern beten. Hoffen wir, dass es funktioniert. Dann bist du 4 Runden jetzt ausgesetzt. Das ist schade. Hm. Okay. Jetzt ja Provinz alles wirklich verlassen können. Zu euren Diensten.
Hier mal neue leichte Seid ihr bereit zu dienen? Nach geht's gegen Norden. So sieht's hier aus. Oh, schwächt sind so. Ich bin stärker als der mächtige Achilles. Wie kann ich euch dienen? Ah, ich hab zu wenig Geld. Mist. Ja, das ist auch blöd. Ich muss die Rekrutierung leider warten. Was ich also jetzt hier gewinne eigentlich? Ich bin der Held. Durch meine Hand. Mein Schwert gehört euch. Kommandant! Haben wir hier mal eine Machtdemonstration? Der Feind darf nie ruhen! Offen fällt mir sowieso mal ein bisschen stärker. Schade gescheitert. Schon. Für Tod und Ehre! So, Verstärken kommt auch dazu, das ist weniger ein Problem. Die Räuber. Die Armee ist da auf der See. Gut, okay. Ja, das Gefecht spielen wir selber. Die hat ordentlich Männer diesmal. Aber das ist auch besser so, dass wir die Schlacht so führen. Können wir Stück für Stück die Armeen auseinanderlegen. Und wir haben die deutlich bessere Infanterie in dem Fall. Aber einen schlechteren Fernkampf. Das stimmt allerdings. Ah, keine Beine frei. Es ist schwierig, Gebäude und Schiffe in Brand zu stecken. Und wir brauchen länger, um sich zu erschöpfen. Nee, Regen brauche ich nicht. Trocken, keine Nachteile. Ja, trocken. Nochmal trocken. Nehmen wir das hier. Sieht schön aus. So. Ah, man kann die Erden schon sehen. Perfekt. Kommandant! Ich bin Ihre Befehle! So. Hier hin. Generalstempel hier hin. Das wird jetzt Steuerung 1. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle. Warte mal, das war es falsch. Kampfgruppe auflösen! Das muss gut erstellen. Formation halten! So ist richtig. So, und die Kavallerie benutzen wir nochmal zum Abschirmen erstmal. General! Ja, Kommandant! Da hinten kommen die Flotten. Die Flotten, die Schiffe. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, da hinten ist auch mehr Unterstützung hier. Illyrische Stammeskrieger. Verstärkung in den Rücken rein. Nicht so schön. Aber das macht es mir leichter, die Armee da vorne zu zerstören. Die Flotte wird definitiv nicht rechtzeitig da sein. Und die Verstärkungsarmee, also die Garnisonsarmee auch nicht. Da glaube ich mal, sollte das kein Problem sein. Ja, Kavallerie! Kann ich mich darauf konzentrieren, hier drüben zu unterstützen mit der Kavallerie? So, Obliten. Tja, Obliten haben ein bisschen Probleme mit Pikenierer, das ist sehr gut. Für mich. Haben wir irgendwie Fernkampf? Nein, haben wir nicht, also locken wir Gegner noch zu uns, das ist doch super. Sehen wir hier einen Trupp Sklavensteinsteuerer. Irische Stammeskrieger. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh mein Gott, versteckte Einheiten. Illyrische Plünder. Oh mein Gott. Ich will mal angucken. Die wollen also. Ah ja, sehr stark. Oh, es wird noch ein astreiner Frontalangriff von denen hier. Das ist nicht richtig der Weg ist für die. Das schicken wir euch mal hier rum. Ja, jetzt zieht er die Kavallerie erstmal wieder raus.
Oh, Hammer und Ammus Taktik, aber das funktioniert gegen Pik in ihrer Frontal nicht so gut. Aber es war schön zu sehen, dass die Kavallerie ein bisschen schlauer eingesetzt hat von der KI. Kills. Verluste, das finde ich super. Sieg ist hier definitiv sicher. Schaut euch mal die fliehenden Einheiten hier. Ich vermiete euch mal wieder. Schnell wieder neu formieren. Ja, da sind viele gestorben. Aber soll mich nicht stören. Jetzt gibt's Beschuss in die Flanke. Ach, der will sich nachher zusammentun. Das stört mich jetzt nicht weiter. Den kann ich mir auch später schnappen. Kriegen wir mal ein bisschen schönen Beschuss in die Flanke rein. So, ein Rücken bisschen, das ist auch nicht schlecht. So, formieren wir uns mal neu. Das sind echt kaum Verluste gewesen, die wir gerade gemacht haben. So, Karte wieder zurückschicken. Lassen, warten bis der nächste Angriff kommt, oder? Ja, die greifen ja an, von daher. So. Wird ein lustiges Spiel. Die sind schnell fertig. Ein bisschen vor. Er hat sich wieder erholen können. Lass mich nicht feindlich haben. Wir sind jetzt noch neu formieren. Das stört mich nicht weiter. Unsere Armee ist deutlich größer. Sich jetzt mal wieder ein bisschen. Okay, gut. Schönes Blobbing. Ja, das waren diese Bugs, die versucht hat, CA zu erbringen, glaube ich. Aber nicht ganz funktioniert hat. So, springen wir weiter vor. Die machen trotzdem fertig. Schade, dass jetzt wieder so schön buggen. Naja. Kann man nichts machen. T
Tito, illyrische Kavallerie. Ja, da bringt die Kavallerie nicht viel, finde ich gut. Ist halt ein Nachteil, dass er keine Kavallerie einsetzen kann. Finde ich super. Mensch, mach doch mal hin, ey. Braucht dann schon so lange zu marschieren. Ist der General hier schon gestorben? Hier hinten steht er. General, der Offizier. Ich doch. Oh. Doppelte Geschwindigkeit! Kavallerie bereit! Vorwärts! Oh, jetzt müssen wir hier vorwärts pushen. So, stoppen Sie der Kavallerie hier drüben, die Infanterie. Also die Fernkämpfer. Angreifen! Hat mehr gekostet als alles andere, was sie bis jetzt getan haben, ey. Oh, die Kavallerie durchmarschiert, ey. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh mein Gott, versteckte feindliche Einheiten. Wie schrecklich. So, machen wir die jetzt hier mal schön fertig. So, starten wir jetzt mal den Trupp hier. Super, jetzt backt der Trupp hier auch wieder rum. Ich mag hier beim Picken hier. Oh, die bewegen sich wieder. Schnell weg hier. In unserer Starre zurückgekehrt. Picken! Wie ihr befehlt! Doppelte Geschwindigkeit! Picken über! So, wir greifen uns hier mal an. Oh ja, das tut dem Publikum weh. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Aber der General ist sowieso verloren. Die Männer wanken. So, ey, wieso wanken die jetzt hier? Ist gar nicht gut. Picken! Befehle verstanden! Picken ihre! Das war jetzt wieder Trupp schon. Picken! Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Picken! Verstanden! Wie ihr befehlt! Verstanden! Zu Befehl! Marschbefehl! Ja, sieht nicht ganz so gut aus hier mit der Linie. Das verdirbt mir auch den Abend. So. Ja, was macht meine Kavallerie da hinten? Nicht gut. Picken ihn! Unser General wird angegriffen! Ah ja, er greift ja jetzt auch an. Zurück. Abbiegen bereit! Führung! General! Zurück! Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Naja, ist ja auch eindeutig, oder? Wäre schlecht, wenn nicht, oder? So, dann schicken wir unsere Einheiten wieder rüber. Und dich im Rücken von denen nach. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. So, wir haben gewonnen, dann wollen wir mal die restlichen Truppen vernichten.
Da soll ja nichts weiter übrig bleiben. Der feindliche General! Ja, so ist schön. Feindlicher General ist tot. Verstanden! Entlang. Erwarte eure Befehle. Schick mich mal darüber. Ja, das war ein ziemlich eindeutiger Sieg, noch ziemlich leichter, muss man ehrlich sagen. Aber trotzdem schön. Zu euren Diensten. So, spüren wir ein bisschen vor. Haben wir nicht überlebt. Können wir das Gefecht noch beenden? Oh ja, das sind viele gestorben, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen. Kann ich eigentlich direkt weitermarschieren auf die Hauptstadt? Ne, nicht Hauptstadt, auf die nächste Stadt. Die Apollonia-Stadt, die ich haben möchte. Na gut. Wäre schön, wenn er nochmal zu Ende laden würde. Ja, an der Stelle aber auch unser Limit schon wieder erreicht. Deswegen werde ich die Folge für jetzt auch beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns Apollonia schnappen. Ciao, bis zum nächsten Mal.